So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Jetzt, wo wir den lieben Mr. Kenny gerettet haben und mit ihm in den Bunker geflohen sind, ja, können wir alles Mögliche entschlüsseln und so, ne? Weil wir haben jetzt ja den Programmierer vor Ort. Und dann würde ich sagen, tun wir uns mal langsam wieder dran, unsere Schwester zu retten. Und dazu setzen wir einfach mal fort. Jordi macht das, Jordi soll Okay. machen. Nein, so wie es aussieht, gehen wir Okay, doch in sehen wir, was Irix Isaac da Festung. beschützt hat. Das ist natürlich auch eine coole Sache. So, wieder ins Auto einsteigen, da kommt bestimmt wieder ein Ziel. Radio aus. Ja, da ist das Ziel. Wunderbar, wunderbar. Wo haben wir es? Hallo? Ziel! Da bist du ja. Ach Gott, was eine Strecke. Barney. Herzliches Beileid. Ich bin auf dem Weg nach Rossi Fremont. Ich Ja, brauche wir sind Hilfe. auf dem Du läufst Weg. nicht genug. Und räumen Diese ein paar Durchfälle Hütchen gehen ab. nicht. Yay. Musst du auch nicht. Du bist mein Scharfschütze. Schon wieder. Na, klingt Juhu, wir vernünftiger. haben wieder Du lebst Scharfschützenunterstützung. nie, wo Das ich ist bin. doch Ja, wunderbar. stimmt. Ich Schöne gieße deine Pflanzen. Perücke. Maurice, gib ihn mir. So. Wenn du nicht redest, bleibst du da. Oh nein! Was? Bitte! Ich hab keinen Namen! Du verstehst nicht! Ich bin Er hat erledigt! keinen Namen, das ist aber Ich kann's eine nicht traurige schaffen! Tatsache. Normal sollte man, ouch, normal Ich sollte man schaffe einen Namen nicht gegeben dieses bekommen von den Eltern. Mädchen! Vielleicht hat er auch keine Eltern. Und sie sieht mich einfach nur an! Vielleicht ein Als ob! Klon oder so. Ich hab gesagt, halt's Maul! Okay, Heulsuse, Aha. zurück in deine Ecke. Gott, Piers, was hast du gesagt? Wir treffen uns da. In Rossi Fremont. Klar, Ja, ich werde da sein. schleifen. So, jawohl, nur noch 700 noch was Meter. Und 5 Crashs und dann bin ich da. Juhu. Mann, ich darf nicht immer die Kamera bewegen, wenn ich abbiege, sonst sehe ich gar nichts, wo ich hinfahre. So, macht mal alle Platz hier. Hier kommt Aiden, der Rächer. Oh Mann, sind die Strecken also weit. Da könnte man glatt weinen. Oh, ein Polizeiauto. Aber zum Glück nicht auf meiner Straße. Oh, was für eine Kurve. Normalerweise 20 im zweiten Gang. Mit allen nötigen Mitteln. Wunderbar. Eingepackt, Aiden, du bist mein Hero. So. Parcours, hier. So, würde ich sagen, legen wir los. Irix Festung, bestimmt jetzt. Komm, komm schon. Komm schon. Kein Bettbug dieses Mal. Ich gehe allein rein. Ich habe den Grundriss schon gesehen. Allein. Irak ist irgendwo da drin und wird sicher bald merken, dass ich Mutiger komme. Kerl. Er weiß, wonach ich suche. Diesmal nehme ich alles mit. Das sind aber keine Irax-Gang, Leute. Das sieht mehr aus wie eine Miliz. Betreten Sie die Rossi. Betreten Sie die, ja. Betreten Sie Rossi Fremont. Da komme ich, glaube ich, nicht drüber, ne? Nö. Wenn ich da rein will, bräuchte ich vielleicht ein Auto oder ich hoffe auf die Scharfschützenunterstützung und er schaltet die Leute aus. Hallo. Hässlicher. Ich bin in Rossi Fremont. Ja, ich sehe dich. Sagst du mir auch, warum wir uns mit den Typen anlegen? Nö. Kümmert's dich? Ein bisschen. Es gibt da einen Computer, auf dem. Nein, 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 schon gut. Ich will's gar nicht wissen. Welches ist War denn doch das? Ich nur glaube, das da. Smalltalk. Das da bestimmt. Das sieht ja. Hallo. Hey. Geh weiter, Penner! Alter, ist der unfreundlich. Alter. So. Hilfe, Hilfe. Können Sie mir weiterhelfen? Ich Bewegung! suche nach Platz Nicht da. meins! Nein, halt! So. Keine Angst, kannst du ein Auto gleich wieder haben. Und zwar jetzt. So. Sie betreten ein Sperrgebiet. Ach, echt? Ich hab gedacht, das ist Public Viewing. Kannst
Kannst ihn ablenken, wunderbar. Sprengen, alles noch beim alten, wie schon in der vorigen Folge irgendwann. So. Ich will keine Schießerei, ich möchte einfach nur boxen. Da hat mich gesehen, die Sau. Aber hat, der läuft da lang, den krieg ich. Chess Music in lokaler Bibliothek. Das ist cool. Sehr gut. Oh oh. Oh oh. Ja, wer braucht schon einen Kommunikator, ne? So. Alter, der ist doch. Das ist doch kein normaler Soldat. Normaler, was auch immer. Du, das sind mir zu viele. Da hab ich keinen Bock drauf auf so. Da oben ist ein Scharfschütze. Sau. Oh Gott, wo renne ich denn jetzt rum? Deckung. Eine Deckung nach der anderen. Aus der Sicht vom Scharfschützen, bitte. Okay. Ja, das ist schon schlimm, ne, wenn da als mal was auf einmal in die Luft geht und so, ne? Alter. Ja, scheiße. Ah, ich vergesse immer, dass das die Leute ja anlockt. Tja. Ja, das ist so einer mit einer Monsterpanzerung hier. Das ist gar nicht cool. Das, sowas gefällt mir einfach nicht. Alter, das Haus brennt ja. Oh, scheiße. So. Dann würde ich mal sagen, legen wir vielleicht doch einfach mal volle Kanne los. Alter, jetzt stirb doch, du Sauhund. Endlich. Alter, Scharfschütze. Scheiße. Scheiße. Das war nicht gut. Und vor allem nicht klug. Woo! Alter. Geil. Ich hab einen Haufen Kids mit billigen Knarren erwartet. Aber das ist gefangen haben. Das sind Viceroys. Ihr alten Säcke! Das ist etwas erschreckend. Die Jugend von heute, hm? Alter. Mist, da kommen immer mehr. Sicher, dass du da rein willst? Ich will da nicht rein, aber ich habe keine Wahl. Das ist dein Problem. Du bemerkst so. Nicht, dass es immer eine bessere Alternative gibt. Du verrennst dich in kleine Abenteuer, die nicht gut für dich ausgehen. Fertig? Dieser Wichser ruft auch noch Verstärkung. Ja, scheiße. Boah. Alter. Sieh gut zu. Was? Motherfucker? What? Sau. Nicht beleidigen hier. Bitte nicht beleidigend werden. Ja, schön, auch dieser Teil gefunden. So. Sorry, schlechter Winkel. Alter, wie der rumhechtet hier. Das ist ja. Ah, schön. Was ist das für ein Geräusch? Oh, einer weniger. Weh, du kriegst ab, du Sau. Oh, Scheiße! Worauf wartest du denn? Moment, ich die verfickte Granate! Jawohl, noch eine. Komm schon, Großer, komm schon! Bah! So. Yes. Wir sind schon Helden. So, jetzt aber auf hier. Hat schon wieder viel zu lange aufgehalten, die Jungs. Clara, kriegst du die Tür auf? Wir arbeiten daran. T-Bone hat eine Idee. Och, nö. Die benutzen meine Verschlüsselung für die Sicherheitstür.
Nicht leicht aus der Ferne zu knacken, aber dein Wunderkind hier hat den Geistesblitz. Wenn du die Tür vom Strom trennst, schaltet sie für eine halbe Sekunde auf den Standardcode zurück. Ach, und den kennst du? Ja. Ich hab den scheiß Algorithmus geschrieben. Probieren wir's aus. Klingt logisch, wa? R1? Drücken Sie R1. Ach so, nein, haha. Zuerst muss ich ja mal ausrüsten. So. Ich tipp mal, dass das Ding sein soll, ne? Ah, das ist es. Blackout. R1. Ist offen. Du kannst uns sehen, Herr Lang. Pass auf dich auf, Ace. Geil, erreichen Sie IREX Hauptquartier. Ich glaube, das Ganze geht noch in die zweite Folge mit rein, was? Na, Jungs. Seid ihr auch alles so schön fresh? Alter, das sind aber viel zu viele hier. Alter, wie viele Leute können die bitte entbehren? Boah. Leute, das wird eine richtige Notschlachtung hier. Ah ja. Stimmt, vielleicht sollten wir auch den Fahrstuhl aktivieren, ne? Das wäre vielleicht ganz kluge Aktion. Du kennst dich in deinem Netzwerk aus. Na, das tue ich auch. Ach du Scheiße. Ich sehe dich, Penner. Meine Zeit ist um. Alter, du Idiot. Oh, fuck. Alter, sind das fix viele Leute hier. Sorry für die Ausdrucksweise, aber das ist ja schon eine richtig fiese Sache. Alter. Jawohl, so muss das sein. So. Was muss ich erreichen? Da oben. Boah, das ist ja schon eine richtig kranke Story hier. So. Okay. Komm ich da rein? Haha. Ihr seid alles Loser. Das ist das Problem heutzutage. Keine Manieren, oder? So. Alter, das ist ja richtig heftig. So, jetzt müssen wir da lang, aber das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge, weil dann haben wir viel mehr Spaß und zieht sich länger, bestimmt hier. Also, bis dahin, macht's gut und haut rein.